Leute, willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Woche 7 ist schon längst angebrochen. Wir haben Samstag, also Mittwoch ist Woche 7 schon angebrochen. Und ja, ich denke mal, so typische Update-Vlogs werde ich auch nur noch diesen und nächsten machen. Und dann wird es keine Update-Vlogs mehr geben, weil dann bin ich drüber hinweg. Nein, aber ich bin bei einer soliden 8 von 10, was meine Glücklichkeitsdings angeht. Deswegen, mir geht es sehr gut, muss ich sagen. Erst morgens nicht mehr der erste Gedanke, wenn ich aufstehe. Abends ist er nicht der letzte Gedanke, wenn ich ins Bett gehe. Also, dass das alles so schnell geht, hätte ich irgendwie niemals gedacht. Was mich aber sehr freut. Meine Haare sind ein bisschen lost. Ich habe hier gestern voll viel Volumenpuder reingehauen. Deswegen sehe ich ein bisschen schwierig aus. Ist egal. Das habe ich übrigens probiert. Das hat richtig scheiße geschmeckt. Habe ich weggeschmissen. Aber das ist immer noch echt der beste vegane Pudding, den es gibt. Habe ich bei Rewe gekauft. Ich werde mir jetzt Musik anschmeißen. Ach so, kennt ihr irgendwie gute Dings, um diese Sodastream-Flaschen zu säubern? Wenn es da so diese sprudeligen Tabletten gibt oder so, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, was ich da nehmen kann. Wie ich aussehe, was ist das denn? Pickel? Oh no. Ja, das heißt, ich werde mir jetzt dick Musik anschmeißen, weil wir haben ja Samstag. Und ich muss auch erst wieder nächste Woche Donnerstag arbeiten, also richtig Luxus. Und werde hier aufräumen, danach was frühstücken. Bei meinem Frühstück, alles vergammelt irgendwie. Weil ich irgendwie nicht dazu komme und auch mega spät im Aufstehen. Ich bin gestern auch erst wieder um 5 Uhr ins Bett gegangen. Ist das Brot noch gut? Ja, was esse ich? Ansonsten kann ich Porridge. Ja, Porridge kann ich mir machen. Das geht immer. Aber erst, wenn ich Bärenhunger habe. Nimm Mochi, wenn ich Bärenhunger erst habe. Okay. Sei leise. Leute, ihr wisst gar nicht, was alles passiert ist in der Zwischenzeit, seit ich euch guten Morgen gesagt habe. Übrigens, in der Zwischenzeit schminke ich mich, weil ich habe eigentlich gar keine Zeit und mache gleich auch noch kurz meine Haare. Kurz zu meinem Make-up. Ich habe ganz schön viel von Banana Beauty heute benutzt. Ich benutze die Produkte ja schon seit über 3 Jahren und ich liebe sie. Heute habe ich diesen Highlighter drauf. Leute, look at this glow. Dann habe ich dieses Produkt hier für die Wangen drauf. Ja, reagiert halt mit eurer Haut ganz individuell. Sieht super schön aus. Dann mein allerliebster Lieblings-Eyeliner, der Basic Bitch Eyeliner. Und für meine Wimpern habe ich diese Save With Me Waterproof Mascara benutzt. Und jetzt kommen die Lippen. Deswegen, ich trage jetzt kurz die Lippen noch mit euch zusammen auf. Und dann erzähle ich euch alles, was heute abgeht. Was in den letzten paar Stunden passiert ist. Auf jeden Fall, das ist der Liquid Lipstick in der Farbe Oh Baby. Und ich hatte den letzten schon drauf. Ich kann euch hier auch mal ein, zwei Bilder einblenden. Und nochmal schön, ich wurde auf TikTok live ganz schön oft gefragt, was für eine Farbe das ist. Die Haltbarkeit von den Banana Beauty Liquid Lipsticks ist für mich die perfekte Haltbarkeit, weil die so richtig gut halten. Aber trotzdem kann man die abends wieder gut abschminken. Das liebe ich. Und ich trage eigentlich immer, wenn man mich fragt, was hast du auf den Lippen, habe ich immer ein Liquid Lipstick von Banana Beauty drauf. Ich habe übrigens auch einen Code für euch. Der ist Erika30, auch das erste Mal hier auf YouTube. Der ist Erika30. Damit spart ihr 30% auf alles. Ohne Mindestbestellwert bis zum 1.11. Also schlagt auf jeden Fall zu. Und ihr werdet ja im Laufe des Vlogs auch sehen, wie gut die Sachen halten. Und I love it. So, das ist die erste Schicht. Et voilà. So sieht es jetzt aus. Ich liebe die Farbe. Wie gesagt, ich liebe die Haltbarkeit. Ich liebe die Produkte einfach. Deswegen schaut auf jeden Fall in die Infobox. So, was geht ab? Ich mache jetzt meine Haare. Ich erzähle euch das jetzt ganz grob und dann gleich im Auto mache ich mal nochmal eine Aufnahme, damit ich einen ruhigen Moment habe, weil meine Schwester ist gerade hier. Ich habe sie nämlich gerade abgeholt. Hallo. Hallo. Ich bin unter Stress. Und zwar habe ich meine Schwester abgeholt. Sie schläft heute hier und ich schlafe heute nicht hier. Ich habe nämlich ein Hotelzimmer gebucht und schlafe irgendwie heute in Bielefeld und gehe heute feiern. Das war die Kurzversion. Und ich habe heute noch nichts gegessen. Wie viel Uhr haben wir? 20 Uhr einfach. Leg mich an den Tisch. Das geht irgendwie nicht. Ach, ist zu kurz. Hä? Das geht nicht. Ich glaube, es hat hier aber auch mit dem Glätteisen gemacht. Das sieht ja ein bisschen lost aus. Das kann ja nicht sein, aber... Ich muss noch schnell meinen Sommersprossen machen. Ja, Leute, wir sehen uns gleich kurz, wenn ich meine Tasche packe. Tschüss. Welcome to my crib. This is my hotel room. Kleine Storytime. Ich bin ins Hotel gekommen. Erstmal, da waren zwei Burschen an der Rezeption, in meinem Alter ungefähr. Die waren, glaube ich, komplett überfordert, als ich reinkam. Ja, dann meinte ich halt, ja, ich wollte einchecken. Dann meinte er, okay, auf welchen Namen habe ich gesagt? Dann habe ich meinen Ausweis gegeben. Dann meinte er, okay, hier, das ist dein Zimmer, das ist direkt hier im Erdgeschoss, dies, das, bla, bla. Bin ich halt hingegangen. Das Erste, was ich im Zimmer sehe, ist einfach auf dem Nachttisch ein Kaffee. Also ein getrunkener Kaffee. Ich guck so aufs Bett.
Bett so, Decke, ich so, nein. Wieder rausgegangen, direkt, ohne weiter ins Zimmer zu gucken, rausgegangen zur Rezeption. Ich so, ich will ja nichts sagen, aber mein Zimmer ist nicht mehr aufgeräumt. Die so, oh. Ja, und dann waren die voll noch mehr confused. Hat er mir ein anderes Zimmer jetzt gegeben, also einen anderen Schlüssel. Und das ist auch das Zimmer, glaube ich, wie es auch bei mir aussah auf den Bildern. Ist nichts Besonderes, also ich finde es eigentlich ganz schön. Ich muss sagen, 70 Euro ist immer noch viel zu teuer dafür, aber irgendwie war alles unnormal teuer. 70 Euro war noch eine der günstigsten Sachen. Ist eigentlich ganz sweet. Dusche ist ein bisschen in der Steinzeit. Erstmal hier bergsteigen, um in die Dusche zu kommen. Aber reicht auf jeden Fall alles vollkommen aus. Ich habe auch nur eine Tasche dabei, also nur das. Suche mir jetzt ein Outfit raus und dann treffe ich mich auch schon mit den Mädels. Also du holst dir doch dann jetzt erst was zu essen und danach holst du mich ab, oder? Das ist eine Zuschauerin, Leute. Ich glaube, wenn ich mich jetzt angezogen habe, hole ich dich erst direkt ab. Dann können wir jetzt zusammen was essen fahren holen. Ich habe nur Mundgeruch des Todes, weil ich noch nichts heute gegessen habe. Also besser Nasenklammer mitbringen. Ja, Leute, es ist eine richtig spontane Aktion gewesen. Ich habe echt lange nicht mehr so was Spontanes gemacht, aber ich freue mich unnormal. Ich freue mich, im Prime feiern zu gehen, weil ich liebe das Prime. Ich war da erst zweimal, aber es war super die beiden Male. Oder? Nee, doch. Zweimal, glaube ich, erst. Ja, und deswegen freue ich mich unnormal. Okay, Leute, hier müssen wir jetzt noch mit meinem Outfit, okay? Ich habe nicht so viele Optionen, ehrlich gesagt. Also eigentlich muss ich das anziehen, diese beige Boots. Okay, mein BH. So, ein Knöpfchen müssen wir zumachen, Ladies and Gentlemen. Mien. Ich muss heute einen Trinkplan aufstellen, Leute. Damit Jessica nicht mehr rauskommt, mache ich immer so ein... Man sieht hier mein BH, ist das schlimm? Das sieht scheiße aus, oder? Sich diesen letzten Knopf hier auch noch irgendwie zu machen. Damit kein Malheur mehr passiert. Mit Jessica habe ich die letzten zwei Male, wo ich feiern war, immer so einen richtigen Plan aufgestellt. Immer so eine halbe Stunde zwischen den Shots gewartet und so geguckt. Erstmal die Lage abgecheckt. So halt. Jetzt wäre ich irgendwie 16 und würde das erste Mal Wodka trinken. Aber Leute, was soll ich machen? Ich bin halt fast 26 und vertrage nichts. Hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Du kannst nur mal reingehen. So, jetzt meine Boots, Leute. Könnt ihr meinen Po sehen? Spaß. I'm not happy with my outfit. Oh, ich habe euch ja ganz vergessen hier. Diese Oberteile irgendwie nicht so. Ich glaube, es wird dieses Outfit. Weil das andere war irgendwie komisch. Hemd. Aber die Hose gefällt mir auch nicht so krass. Aber ich habe jetzt nichts anderes. Twerken? Nicht so. Was sagen wir? Ist okay oder ist nicht okay? Ja, und die Schuhe? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich lasse die Air Force an. Ist zwar nicht so elegant, aber irgendwie habe ich keinen Bock auf die hohen Schuhe. Ich nehme die mal mit. Vielleicht entscheide ich mich ja doch noch um. Ich meine, die passen. Wahrscheinlich passen die auch sogar besser als mein Air Force, aber habe ich Bock? Nein. So, Leute, ich esse jetzt meinen Burger. Erste Mahlzeit und wir haben 23.33 Uhr. Leute, meine Frisur ist ein bisschen wie dieser Charlie aus der Schokoladenfabrik. Nein, hau dir das doch, guck mal, wie das hier am absteht. Du redest, guck mal, du filmst von unten. Wer filmt so? Ja, yes. Also, Leute, wir sind hier, also wir machen... Wir sind in der Tankstelle. Also, warte, zeig mal. Hier. Sogar ohne Zucker. Was nehmen wir sonst? Hallo, wir nehmen was ihr wollt. Achso, ja, bitte, stimmt. Bitte, reicht dir ein Dings? Ja, zum Nachtrinken. Ja, komm, mir reicht wenn auch einer. Shotgläser haben. Shot, Shot. Shots? Shotgläser. Was denn? Ich meine, Wassershots. So, ich wollte euch nochmal mitnehmen bei meinem letzten Chili Cheese Snacker. Because, das ist schon krass, hier in Bielefeld ist das erste Mal, dass ich das erlebe, dass einfach sogar Inhalt da drin ist. Weil sonst sind die so cross, dass das einfach nur noch so eine leere Hülle ist und einfach nur so diese Panade drumherum, oder wie das heißt. Mhm. Schön viel Inhalt. Macht ihr mal meine Ansage und ich bewege meine Lippen und ihr sagt was dazu, okay? Ja. Richtig TikTok-Video. Okay, hallo Leute, wir stehen jetzt hier gerade vor dem Prime. Gott.
Hello, ladies and gentlemen. Wir sind vor Feiern zurück. Ich hatte meine Unterhose die ganze Zeit falsch gemacht. Good morning, friends. So wie ich aussehe, fühle ich mich auch. Wir haben gerade mal 3 Stunden geschlafen. Die Party war aber sehr, 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 sehr gut. Also wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Es war richtig cool, auch diese Dreierkombination. Und ja, wir müssen jetzt auschecken gleich. Ja, wie gesagt, nur 3 Stunden geschlafen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall irgendwo was frühstücken, aka Mittagessen. Mal gucken. Ich bin tot. Freunde, ich habe mich seit ein paar Tagen nicht mehr gemeldet. Heute ist... Oh. Upsi. Heute ist Dienstag, das heißt, ich werde nur noch heute und morgen vloggen. Dann ist dieser Vlog auch schon wieder vorbei. Ich habe mich gerade geschminkt. Ich habe unglücklicherweise hier einen Pickel bekommen und habe jetzt versucht, das einen auf Muttermal zu machen. Aber das sieht irgendwie ganz schön fake aus und viel zu dunkel. Also das muss ich irgendwie wieder wegmachen. Auf jeden Fall ist mein Make-up soweit fertig. Fehlt nur noch der Liquid Lipstick. Ich habe genau dasselbe geschminkt wie am Samstag. Also Rougeprodukt, Highlighter, Eyeliner, Wimperntusche und jetzt kommt der Liquid Lipstick. Und zwar werde ich heute den Liquid Lipstick in der Farbe Caramelita auftragen und auch den passenden Lip Liner. Aber ihr habt ja auch bei dem roten Liquid Lipstick gesehen, dass man nicht zwangsläufig einen Lip Liner braucht, weil es auch so einfach bombenfest hält. Da ist ja doch, die Farbe ist auch unfassbar schön. Ich nehme euch heute übrigens wieder den ganzen Tag mit. Ich fahre nämlich gleich mit meiner Schwester zum Baumarkt. Mit Lip Liner kann man die Lippen so hardcore übermalen, das ist so krass. Jetzt der Liquid Lipstick in der Farbe. Oh my God, it looks so beautiful! Jetzt fertig gemacht. Habe wieder viel länger gebraucht, als ich eigentlich wollte. Eigentlich wollte ich auch Kerstin schon um 12.30 Uhr abholen und wir haben jetzt 16 Uhr. Ach, ich liebe doch meine Pünktlichkeit, aber ich habe halt voll verschlafen. Zu meiner Verteidigung. Ja, jedenfalls werde ich jetzt losfahren, sie abholen, dann fahren wir zum Baumarkt. Dann sehen wir zum Baumarkt. Hallo Leute. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ich habe mir wirklich die perfekteste Zeit ever ausgesucht, um zu fahren. Wir haben nämlich 16.20 Uhr, also genau Rush Hour. Das heißt, jetzt wird der Weg einfach am allermeisten dauern. Und ich muss auf jeden Fall gleich auch tanken. Und was kostet Tank? Ist wieder günstig geworden, Leute. Schön. 1,64 E10. Ich dachte, die ganze Zeit E10 war günstiger. Meine Schwester und ich wollen in den Baumarkt, weil wir zusammen einen Couchtisch bauen möchten. Ich habe das nämlich auf TikTok gesehen und da voll Bock, das nachzumachen. Aber irgendwie glaube ich jetzt schon, dass das voll der Fail wird, weil... Also ich meine, im Endeffekt ist es einfach nur, man braucht einfach nur ein Gerüst. 4 Bretter im besten Fall, die man halt zusammen macht. Eventuell noch eins in die Mitte für Stabilität. Dann Winkel überall. Und dann am Ende machen wir so Bambusmatten drumherum und malen die dann noch an, also streichen die an. Ja, bitte tanken, ist okay. Aber, nee, nicht nur 4 Bretter, eins, doch. Aber, die 4 Bretter dürfen ja nicht alle gleich lang sein, deswegen ist es ein bisschen kompliziert. Es wird ein bisschen kompliziert und ich weiß halt nicht... Ich sag mal so, wenn das untere und das obere Brett gleich lang sind und gleich breit sind, also komplett gleich die Bretter, müssen ja die 2 inneren, nee, warte mal, 6 Bretter brauchen wir doch, oder? Oh Gott, Leute, das hängt schon gut an. 6 Bretter, ja. Dann können die zwei äußeren auch gleich lang und gleich groß sein, aber dann 2 von denen müssen auf jeden Fall ein paar Zentimeter kürzer sein, weil sonst passt das irgendwie nicht. Wir haben uns das schon irgendwie so angeguckt, aber... Mega kompliziert. Ich werde auf jeden Fall jemanden im Baumarkt fragen, ob die mir kurz dieses... Bei dieser räumlichen Vorstellung bin ich echt absolut schlecht. Da habe ich echt so meine kleinen Problemchen. Und deswegen müssen wir da mal gucken. Keine Ahnung. Ich habe heute noch nichts gegessen. 16 Uhr. Man kennt es mittlerweile nicht anders von mir. Deswegen esse ich hier schnell einen Riegel. Als wir meinen Schrank umgebaut haben, habe ich auch die ganze Zeit gar nichts gecheckt. Meine Schwester so, du musst so machen. Die war so der Kopf und ich war... die Hände. Obwohl ich eigentlich auch bei den Händen nicht gut bin, aber wir schaffen das schon irgendwie. Es kann ja wohl nicht so schwer sein. Vor allen Dingen, ich wollte eigentlich diesen Couchtisch offen machen, damit ich auch drin was reinlegen kann, aber ich glaube, das wird zu kompliziert sein fürs erste Mal. Lieber fürs erste Mal nur die Basics machen und dann kann man sich immer noch hocharbeiten. Wir sind jetzt im Action, weil wir hier noch so Badematten suchen, aber ich werde irgendwie gerade aktuell noch nicht fündig. Weil wir die beim Couchtisch so außen rum kleben möchten. Wo ist Kerstin? Kerstin ist verschollen. Aber wir finden irgendwie die Abteilung Bad nicht.
Saisonware. Reinigen. Tiere. Oh, Tiere? Vielleicht finde ich ja hier ein Katzenspielzeug, was man gebrauchen könnte. Kamera ein bisschen schief, aber ist egal. Wenn man mich im Action sieht, muss man in der Tierabteilung gucken. Hier findet man mich immer. Vor allen Dingen, hier gibt es auch immer was Neues. Das muss man auch dazu sagen. Das sieht zum Beispiel richtig cool aus. Das wird meinen Katzen bestimmt gefallen. Aber die Federn werden ganz schön schnell ab sein. Aber kaufe ich für 99 Cent gute Preis. Das habe ich schon. Das ist auch super, aber das wird Mochi essen und dann wieder auskotzen. Das ist nicht so gut. Hier. Das wird Micha bestimmt gefallen. Oh. Das wird Mochi, glaube ich, gefallen, oder? Ich kaufe. Oh, schönes Set. Ich kaufe. Die habe ich schon mal gekauft, aber die verschwinden eh immer bei mir. Deswegen kaufe ich nochmal. Ja, das reicht erstmal, würde ich sagen. Also Leute, wir brauchen hier im Action diese Bambusmatten für das Projekt. Ach, wir brauchen Heißkleber noch. Ach so, wir müssen die andersrum machen. So. Nee. Hä? Das wird so kompliziert alles. Das ist übrigens der Tisch, Leute. So soll das Ergebnis nachher aussehen. Wird wahrscheinlich nicht so aussehen, aber... Man muss halt auch bedenken, wenn das 40 cm sind, ist oben nochmal, sag ich mal, 2 und unten nochmal 2 cm dran, wegen... Ja. Aber wegen das ist halt trotzdem unfassbar niedrig, oder nicht? Ich meine, wenn du auf deiner Couch sitzt, deine Couch ist auch nicht super hoch. Ich hab schon wieder alle Maße und so vergessen. Also ich wollte doch auch 1 Meter lang, oder nicht? 1 Meter lang wollte ich. Und ich glaube, ich wollte 60 cm hoch. Wolltest du auch, aber ich weiß nicht, ob das nicht zu hoch ist. Gehen wir mal davon aus, dass ich nur die 40 cm nehme. Ja. Und ich will 1 Meter haben. Also 1 Meter mal, was habe ich gesagt, mal 60, glaube ich. 1 Meter mal 60, mal 1 Meter mal 60. Du willst den 60 cm breit haben? Ja. Wollte ich doch, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber wenn es dann 1 Meter ist, dann brauche ich ja allein schon, um die eine Seite voll zu machen, brauche ich ja schon 2 Dinger. Also sind das sowas von viel zu wenige. Heißt also, wir müssen noch einen anderen Action aufsuchen. Ja. Okay, tschüss. Der Stand der Dinge ist folgender. Wir müssen jetzt noch zu einem anderen Action fahren, der 23 Minuten entfernt von hier ist, weil diese Bambusmatte überall ausverkauft. Ich weiß nicht, ob das an diesen DIY-Dingern liegt oder keine Ahnung. Es war echt ein Wunder, dass wir nach hier kommen, so einfach so nichts ahnend und es hier noch 3 Stück gibt. Aber es gibt halt in dem anderen Action gibt's nur noch 1 und die hat in 4 Filialen oder so angerufen. Deswegen, ja, müssen wir ein bisschen umdisponieren. Eigentlich wollte ich den Couchtisch komplett zumachen, also einen kompletten Block einfach nur, so wie das in dem Video zu sehen war. Dadurch, dass wir jetzt aber nur 4 von den Bambusmatten dann insgesamt haben, müssen wir den irgendwie auf der Couchseite offen machen und ich überlege dann da entweder halt, dass man so Fernbedienungen so reinlegen kann oder dass wir da so einen Katzenschlafplatz reinmachen irgendwie. Aber das macht das Ganze natürlich auch komplizierter, because... wie mein Autoschlüssel aussieht von Bayern. Scheiße. Auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall dann komplizierter von der Konstellation natürlich und von den Brettern und keine Ahnung. Kerstin hat sich jetzt Stift und Papier gekauft, also so einen Block und wir planen das jetzt mal. Kriegen wir ihn. Wie lang welche Bretter sein müssen und so weiter und so fort. Du kannst auch schon fahren. Ich mach das. Ach so, okay. Also wir müssen jetzt nicht nur 3 Jahre warten. Ja, okay. Sag dir, ich mach das. Ich mach das. Okay, ich vertraue. Was sitzt du daneben? Ich hab einen schönen Stift gekauft. Ja, sehr schön. Wow, schöner Nagel. Schöne Nägel. Wow, wow, wow. ja, Leute, das... Ah, wir haben jetzt schon 18 Uhr, bis wir da sind. Bis wir wieder bei mir sind, haben wir schon 19 Uhr. Wann wolltest du spätestens zu Hause sein? 10? Wie? Wir sind jetzt im Obi. Hier sind... Guck mal, hier gibt es aber sogar eigentlich so kurze Dings. Theoretisch hätte es gegeben. Hier sind halt Einlegeböden, beziehungsweise generell Bretter. Wir brauchen... Pack mal deine schöne Zeichnung aus. Wie lang sind die denn? 1 Meter mal 50? Sollen wir einfach 1 Meter mal 50 machen? Machst du ein bisschen kürzer? Dann, das ist halt dann, schmaler.
Dann könnten wir sogar diese... Dann? Ja, guck mal, dann hast du wieder 10 cm Puffer. Ja. Und dann könnten wir hier doch die Seitenwände machen, weil dann wäre das 20 cm pro Seite. Ja, stimmt. 1 Meter mal 50. Genau. Und die Bambusmatten sind 40. Erika. Das ist Boden und Deckel. Ah. Okay. Wenn die mich anguckt. Aber das ist ja 50. Das hier ist dann... Was bist du da jetzt, Junior? Doch. Aber ich denke nicht, dass es scheiße aussehen wird. Ich würde den Katzen einfach nur mehr Spielraum geben, um da dran zu spielen. Ich habe diese Bambusmatte geholt. Sieht ungefähr so aus. Und wir wollen... Lust. Wir müssen das halt irgendwie so planen, dass hier, dass es nicht bündig, also ne, dass es im Endeffekt bündig wird, wenn die Bambusmatte drauf ist. Weil wenn wir das jetzt hier komplett an den Rand tun würden, dann wird es halt überstehen. Und so möchten wir halt, dass das hier bündig wird, wisst ihr? Deswegen müssen wir ein bisschen Berechnung machen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir Kerstin doch raussetzen. Hallo. Hallo. Und hier sind halt die ganzen Sachen. Und ich muss das gleich alles alleine hochschleppen und baue den Schrank doch alleine, Leute. Selbst ist die Frau. Wenn ich es nicht hinkriege, dann mit Kerstin morgen. Dann morgen. Ja. Morgen ist auch noch eine Sache. Ich habe insgesamt 120 Euro ausgegeben für die Sachen, für den Schrank. Dann bis morgen. Wie viel Uhr nochmal? 13.50 Uhr ist der Termin. Okay. Schreib mir das nochmal. Okay. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Klitzekleines Update, Leute. Ich habe meine Schwester jetzt zu Hause abgesetzt. Weil hin und her fahren hätte sich jetzt nicht mehr gelohnt und deswegen dachte ich mir, komm, setze ich sie direkt zu Hause ab und baue den Schrank einfach alleine auf. Dann habe ich aber Ali geschrieben und meinte so, ich baue jetzt einen Schrank alleine und so. Und dann meinte er direkt so, soll ich dir helfen? Und ich so, ja, wenn du jetzt Zeit hast, weil ich hätte jetzt gesagt, morgen, übermorgen oder wie auch immer, hätte ich gesagt, nee, dann mache ich es trotzdem alleine. Aber der meinte, ja. Und jetzt meinte er, dass er in 45 Minuten vorbeikommt, mir hilft und da bin ich doch gespannt. Jetzt gibt es einen kleinen Haul an der Stelle und ich zeige euch jetzt, was ich noch so im Action gekauft habe. Und auch im Baumarkt. Einmal habe ich das im Action gekauft, zwar irgendwie das letzte. Und hier fehlt auch eins von diesen Pinöppeln, aber ist nicht so schlimm. Ist genauso wie ein Fingernagel bei mir fehlt. Weil diese ganz kleinen Dinger, dieser Häkchen, das ist mir viel zu hoch. Ich bin halt klein und deswegen wollte ich unbedingt sowas haben, was auch schön aussieht. Deswegen das. Tue ich entweder noch ins Bad oder bei mir ins Schlafzimmer. Mal gucken. Dann die Bambusmatten. Und zwar, Leute, die waren einfach überall ausverkauft. Ich weiß, also sie meinte, der Lieferant hat Lieferschwierigkeiten, deswegen werden die erstmal nicht mehr geliefert. Und die hat wirklich in 4 Filialen angerufen. Und in der Filiale, wo ich war, glücklicherweise, gab es halt noch 3 Stück. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass es diese Matten nicht mehr gibt. Da gab es sie halt noch. Und dann hat sie halt in 4 weiteren Filialen angerufen und nur eine davon hatte noch eine. Und da sind wir noch extra 20 Minuten hingefahren. Ich glaube, das habe ich auch erzählt. Das heißt, 4 Stück davon. Dann habe ich ein Diamond Painting Bild mitgenommen. In erster Linie wegen den Strasssteinen für meine Nägel. RIP. Aber auch, vielleicht habe ich auch Bock, das zu machen. Mal gucken. Vielleicht, wenn Kerstin das nächste Mal hier schläft. Dann die Farbe. Und dann habe ich Katzenspielzeug geholt. Aber die habe ich euch eigentlich schon gezeigt. Aber. So, Leute. Was gebe ich euch als erstes? Das? Wollt ihr das? Wollt ihr das? Willst du dieses? Sieht auch am interessantesten aus. Deswegen gebe ich dir direkt das Coolste zuerst. Oh. Hässlich! Hässlich! Wie hässlich! Wie süß! Michu, willst du auch? Wir können zu zweit damit spielen, weil da sind 2 Enden. Komm, Micha. Okay, also tschüss. Komm, dann will schon den nächsten rauspacken.
zu dumm. Ich bin zu dumm. Sind hier viele Spielzeuge hinter Brill. Ich sammle sicher alles. Einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Micha holt sich da jetzt was raus. Guck mal, jetzt ist es so süß. Wenn er das macht, er holt sich jetzt von da oben was Schönes raus. Und dann geht er damit so runter. Wieso bist du denn so? Das war ja super süß. Ja. Wie ihr seht, FaceTime ich gerade mit Vanessa seit 100 Jahren. Ich werde die nicht mehr los. Ich finde das Beste, dass wir FaceTime nicht wie normale Menschen, sondern wir FaceTime so. Ja. Das sieht teurer aus, als wie es kostet. Du weißt, was ich meine. Das war kein Deutsch, aber es ist nicht schlimm. Okay, mach's gut. Okay, mach's dann. Guten Appetit. Danke. Bis später. Tschüss. Danke. Stand der Dinge. Wir haben 22.35 Uhr und Alik hat mir abgesagt, du Sau, wenn du das siehst, Anzeige ist raus. Habe ich anderthalb Stunden für nix hier gewartet. Das hätte schon längst angefangen, aber ich fange jetzt gleich selber an, weil selbst ist die Frau am Ende des Tages. Aber ich ziehe gleich definitiv durch. Ich glaube, irgendwie ich brauche lang. Mal sehen. Ich hoffe, mein Nachbar wird mich nicht komplett steinigen, weil ich das jetzt hier machen werde, weil wir haben schon 11 Uhr. Aber eigentlich ist er auch immer noch um die Uhrzeit wach und eigentlich ist er so voll locker drauf. Und der andere Nachbar, der schläft eh, der hört nichts. Ja. Achso, nee, das ist ja schon das falsche Brett. Fängt das schon gut an. Ups. Ja, ich mal zwischendurch auch ein bisschen, was ich mache. Und zwar habe ich jetzt hier ausgemessen, überall 0,7 cm, weil diese Bambusmatten halt überall drumherum kommen und das Ganze bündig mit dem unteren und dem oberen Boden sein soll, diese Bambusmatten. Das heißt hier diese, das, 0,7 habe ich überall ausgemessen. Jetzt kommen diese Bretter dran, dann die haben wir halt alle schon im Baumarkt ja zuschneiden lassen und ich hoffe, dass unsere Berechnungen richtig waren. Dann muss ich eigentlich nur noch die Winkel reinmachen, deswegen lege ich jetzt mal die ganzen Bretter an und hoffe, dass das irgendwie hält. Deswegen eigentlich Hilfe wäre besser gewesen, aber egal. Und mal dann bei den Winkeln mit einem Bleistift die Pünktchen an und versuche dann an den Punkten halt mit einem Hammer ganz leise, vorsichtig, so einen Punkt zu setzen, damit ich die Schrauben reinkriege danach und dann wird alles halt zusammengedingst. You know? Das ist jetzt schon mal so konstruiert, wie es dann später hier stehen wird. Aber es ist halt noch nichts fest. Ich habe es alles erstmal so hingestellt. Das in der Mitte habe ich einfach so ein bisschen zur Stabilisation. Danach kommt natürlich noch der Deckel drauf. Aber so wird es jetzt aussehen. Und ich muss jetzt überlegen, wo ich die 12 Winkel anbringe. Sparsam und so, dass alles irgendwie hält. Und irgendwie habe ich gerade Angst, dass 12 nicht reichen. Aber ich meine, ich will mich auch nicht auf den Tisch legen, sondern, ne? Drinnen soll übrigens so ein Katzenparadies werden. Werde ich dann auch so mit Bettchen und sowas ausfüllen. Jetzt ist nur noch die Frage, ob ich das genauso gut doch alles festbekomme. Wenn ja, dann klasse. Professionell, I can't. Ich gucke jetzt gerade, wie ich die Matten hier am besten aufklebe. Und ich klebe auch zuerst die Matten auf und mache dann
den Deckel drauf. Keine Ahnung, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Was für eine Scheiße, ey. Das war so ein Akt, diese Bambusmatten da dran zu kriegen. Und ich dachte wirklich, das wird der leichteste Part sein. Also wenn das Streichen jetzt auch schwerer wird, als man denkt, dann... Boah, nee. Ich habe übrigens dieses Mittelbrett doch nicht mehr drauf gemacht, weil ich denke mal, zur Stabilisation, das ist eigentlich relativ unwichtig. Und ich hatte halt nicht mehr so viele Winkel. Ja, die Bambusmatten sind jetzt dran. Die haben sich an so vielen Stellen gelöst. Ja, super ordentlich habe ich das jetzt auch nicht gemacht. Vor allen Dingen hier die Stelle ist ein bisschen... das sieht man auch. Brill. Egal, Leute. Egal. Im Großen und Ganzen sieht es eigentlich echt nice aus. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Deckel und das Anmalen. Und diese Platten haben sich auch, also die Bambusmatten haben sich auch ein paar Mal gelöst, weil ich halt, wie gesagt, zu viele halt mit der Heißklebepistole bestrichen habe und es dann schon wieder kalt geworden ist und dementsprechend nicht gehalten hat. Also bis ich den Dreh raus hatte, war es ein bisschen Katastrophe. Deswegen musste ich hier ein bisschen was removen und wieder neu kleben. Aber jetzt hält es eigentlich, soweit ich sehe. Und ich hoffe, es bleibt auch so, dass es hält. Ja, auf das Malen habe ich ehrlich gesagt auch gar keinen Bock. Ich bin immer noch drauf und dran am Überlegen, ob ich das an Pinseln morgen machen soll. Ich bin eigentlich... Wieso ist die Kamera so nah? Ich habe den jetzt einfach umgedreht. Hab nicht ganz alle Winkel da reingemacht. Weil ich da einfach nicht richtig dran komme, Alter. Das ist so anstrengend. Wie machen das andere Leute? Seht ihr, das ist so... Hier, den habe ich noch gar nicht dran gemacht. Und ich glaube, meine Nachbarn haben auf jeden Fall einen sehr tiefen Schlaf. Das ist gut. Oh, ich bin so fertig. Ich bin so durch. Aber mein Make-up ist immer noch on fleek. Leute, übrigens, vergesst nicht, meinen Banana Beauty Rabattcode zu benutzen. Erika30 für 30% auf alles ohne Mindestbestellwert. Ich kann euch die Sachen wirklich nur empfehlen. Und jetzt gehe ich mich abschminken und wir sehen uns morgen. Hallo, Leute! Ich wollte mich mal wieder melden. Ich habe mich, glaube ich, heute per Kamera noch gar nicht gemeldet. Bin mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall sind Kerstin und ich im Auto. Hallo. Und haben uns jetzt was geholt. Und zwar habe ich mir so eine Bowl geholt. Die sieht so geil aus. Ich kann nicht mehr. Und Kerstin hat Pizza und die ist auch echt lecker, muss ich sagen. Mhm. Schmeckt anders so als gewöhnliche Pizzen. Die haben da richtig viele vegane Sachen und so. Ich habe eine Bowl mit Falafel jetzt genommen und ich mache jetzt den Taste-Test. Eigentlich wäre Dings besser gewesen, ja, Löffel. Mhm. Egal. Das wird ein bisschen Dings. Ein großer Biss. Mmh. Geil. Richtig lecker. Jetzt sind TikTok-Sound. Richtig lecker. Kenn ich gar nicht. Nein? Mm-mm. Muss ich vielleicht zeigen. Boah, geil, Leute. Ja, weil man kann den nicht so gut packen. Weil dann sagst du, die Bambus macht ein Gefühl jedes Mal fast abfallen. Ja. Das ist der nächste Tag, Hello. Leute. Das fuckt so ab, diese Stellen, die so schwierig sind zu machen. Und ich habe irgendwas im Auge. Aua. Ich bin so eine Missgeburt. Das darf ich nicht sagen. Ist politisch nicht korrekt. Nee. Appa. Perfekt. Und noch der andere ist noch behinderter. Oh, das darf ich auch nicht sagen. Oh. Mein Bauch. So sieht das jetzt hier aus, Leute. Das ist schon groß. Jetzt werden wir das anmalen mit der Farbe. Ich hoffe, die Farbe ist schön und passt hier rein, sonst dann zeige ich es raus. Die Farbe ist, glaube ich, schön. Das Ding ist, die stehen ja ab da oben. Das heißt, wir müssen hier oben auch anmalen. Du hast die Seite. Bei dir steht es nicht ab? Nein. Scheiße. Jetzt im Jawohl. Hallo. Und... Oh, ich will so ein Surfbrett. Vor allem Surfbrett. Will ich mich damit hinlegen ins Wasser und einfach treiben. Also eigentlich sind wir nach hier gekommen, weil ich für die Katze ein Bett holen will, um das in den Couchtisch reinzulegen. Und danach fahre ich Kerstin auch weg und dann Vlog Ende, Leute.
Leute, zu guter Letzt kommt jetzt noch dieses Kissen, was ich eben gekauft habe, rein. Der Tisch ist noch nicht ganz fertig. Ich werde ihn morgen nochmal streichen. Aber da stand 12 Stunden, darf man nicht überstreichen. Deswegen ist es jetzt erstmal eine Schicht, aber ist nicht so schlimm. Übrigens, ich musste gerade schon wieder eine Stelle mit Heißkleber kleben. Also, ich muss sagen, Heißkleber ist wirklich scheiße. Wenn ihr eine bessere Alternative kennt, macht's besser als ich. Also kommt ja auf jeden Fall noch eine Schicht drüber. Also man sieht auch, dass es voll fleckig ist. Der Tisch da hinten kann dann endlich weg. Ich würde halt auch sehr gerne Deko haben. Geht aber nicht, weil meine Katzen das umschmeißen würden. Aber stellt euch das mal mit schöner Deko vor. Ja, also ich finde dafür für selbstgemacht ist ganz cute. Ja, bei der Farbe bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also klar, deckend wird die Farbe nochmal anders aussehen. Ich denke mal, das dunklere von den beiden. Ja, diese dunkleren Stellen. Da wird es auch besser zur Couch passen, diese dunkleren Stellen. Aber das Ergebnis, also das Endergebnis seht ihr dann erst im nächsten Video. Ich lasse jetzt mal die Katzen rein und guck mal, wie sie drauf reagieren. War hier so ein bisschen schon länger nicht mehr drin. Seit fast 24 Stunden. Also, was ist das denn für eine Kacke jetzt? Michu! Also, was ist das denn? Schönes. Komm, du musst jetzt mal hochspringen. Hä? Ist los. Ist los. Das ist ein neues Katzenparadies für euch. Also, nein, juckt mich nicht. Das ist Handarbeit, Leute. Hab ich komplett selber gebaut. Achso, man hätte übrigens noch so viele andere Sachen machen können. Man hätte da noch Böden reinbauen können. Oder weiß ich, weiß was Gott. Okay, ich komme in Deutsch. Man hätte so viel draus noch machen können, sag ich mal. Aber das war für mich schon anstrengend genug. Also ich habe es dann dabei belassen. Da lässt sich so unglaublich viel Zeit. Komm her! Micha! Na komm! Also, was ist das denn jetzt? Ich muss gucken, ich muss gucken. Also, aha, interessant. Also, was ist denn hier los? Achso, und ich muss, glaube ich, irgendwie noch die Seiten da weiß machen oder vielleicht auch noch mit der Farbe anpinseln oder so, damit es nicht so broke aussieht. Also, damit meine ich hier diese Stelle. Aber irgendwie finden sie es ja doch interessant, weil sie immer wieder reingehen. Also, Mochi geht immer wieder rein, so ein bisschen. Ja, Leute, das war's jetzt auch von dem Video. Das komplette Ergebnis von dem Tisch seht ihr dann entweder bei mir auf TikTok oder in meinem nächsten Vlog. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog wieder gefallen hat. Und ja, vergesst nicht wegen Banana Beauty in die Infobox zu gucken. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.